Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um das Wolfegger Hausbuch. Mit großem Abstand meine liebste Handschrift überhaupt. Unter den deutschsprachigen Handschriften des 15. Jahrhunderts wirklich ein herausragendes Stück. Sowohl von der künstlerischen Seite als auch vom gesamten Aufbau ein ganz rätselhaftes Werk. Das Lustige ist, es ist eigentlich gar kein Hausbuch. Es heißt Wolfegger Hausbuch. Es wird auch oft als das Hausbuch bezeichnet. Es ist wirklich so herausragend, dass es, diese Bezeichnung reicht, um es zu beschreiben. Aber letztlich ist es gar kein Hausbuch. Seinen Namen hat es vom Aufbewahrungsort Schloss Wolfegg. Die Grafen von Waldburg-Wolfegg-Waldsee haben es im, ich glaube, im 18. Jahrhundert erworben und seitdem ist es in ihrem Besitz gewesen bis vor ein paar Jahren. Sie haben es inzwischen verkauft, aber da ist es bekannt geworden als das Wolfegger Hausbuch. Wenn man sich den Inhalt anschaut, es gibt kein vergleichbares Werk überhaupt. Weder aus der Zeit noch sonst irgendwie. Es gibt kein Werk, das vom Gesamtaufbau dem irgendwie ähnelt. Und es gibt auch wahnsinnig viel Literatur dazu, denn an diesem Hausbuch hängt zum Beispiel eine berühmte Künstlerpersönlichkeit, mit dem Notnamen Meister des Hausbuchs bezeichnet wird. Inzwischen geht die Forschung sogar davon aus, dass es nicht einer, es sind gleich mehrere, die daran mitgearbeitet haben. Von mindestens einem gibt es weitere Werke, die ihm zugeschrieben werden. Also da kann man schon sehen, dieses Werk ist nicht ganz unwichtig. Und ich zeige euch nur mal meine Fachliteratur zum Hausbuch. Das ist dieser kleine Stapel, das da, das ist meine Forschungsliteratur zum Hausbuch. Und darunter sind so Nettigkeiten wie mein Faksimile. Das war tatsächlich nicht ganz billig, habe ich mir binden lassen, aber auch ganz, ganz neu. Ein Buch, über das es nachher noch geben wird, es ist gerade jetzt, eigentlich erst letzten Monat, ein neues Buch über das Hausbuch herausgekommen. Dazu werde ich am Ende noch etwas sagen. Und einer der Autoren oder der Hauptautor, Stefan Hoppe, der guckt Geschichtsfenster. Der hat schon mit mir Mailkontakt gehabt. Wir haben über Filme gesprochen, über Inhalte davon. Der Mensch guckt hier möglicherweise zu. Fand ich sehr, sehr spannend, das zu erfahren, gerade bei diesem Thema. Das Hausbuch ist auch kein gebundenes Buch. Es ist ein sogenannter Kopert. Es ist ein Hilfseinband. So ungefähr wie das hier. Das ist auch kein festgebundenes Buch, sondern nur in einem Hilfseinband. Genauso muss man sich das Originalhausbuch eben vorstellen. Und es hat ursprünglich mal 98 Blätter gehabt, also nicht Seiten, sondern einzelne Blätter, in 12 Lagen. So, stellt euch diesen großen Bogen vor. Es ist übrigens kein Papier, es ist Pergament. Es ist eine Handschrift auf Pergament. Das ist auch noch ungewöhnlich für diese Zeit. Und dieses Pergament wurde dann eben in Lagen zusammengeklappt. Also man kann eine Pergamenthaut einmal, zweimal, dreimal falten und hat dann entsprechend viele Blätter, die entsprechend geschnitten hat man eine Lage. Und das Hausbuch bestand ursprünglich aus 12 dieser Lagen. Das kann man nachweisen. Erhalten sind heute noch 9 Lagen. Also uns fehlen 3 Lagen, deren Inhalt auch nicht bekannt ist. Man kann versuchen, das zu erschließen, aber wir wissen nicht, was da verloren gegangen ist. Heute sind es 63 Blätter. Und diese Lagen, das ist gar nicht so unwichtig, denn die Lagen unterscheiden sich voneinander. Die haben verschiedene Inhalte und daher ist es schwierig zu sagen, wie war das Ganze ursprünglich mal zusammengestellt. Das Faksimile zu lesen, war für mich ziemlich erhellend, denn ich habe dadurch erst die Struktur dieses Buches erkannt. Wir werden gleich jede Menge Bilder sehen. Das Wolfegger Hausbuch ist berühmt für seine Bilder. Das ist aber kein illustriertes Buch. Diese Bilder sind keine Illustrationen, sondern sie sind eigenständiger Bestandteil. Es gibt Lagen, wie zum Beispiel die sogenannten Genrebilder, die bestehen nur aus Bildern. Da ist kein Text. Und dann gibt es wieder Lagen, in denen es nur Text, aber keine Bilder. Es gibt eigentlich nur eine Ausnahme, das ist die zweite Lage, die wir gleich haben werden, mit den Planetenbildern. Da haben wir Text und Bilder in einem Zusammenhang. In allen anderen Fällen haben wir Textteile und Bildteile, die aber eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und wenn ich sage, es ist nicht wirklich ein Hausbuch, die Hausbuchliteratur, die ist im 15. Jahrhundert ganz bekannt, auch im 14. Jahrhundert gibt es die schon. Das ist im Prinzip, was brauche ich, um einen Haushalt zu führen? Welche Ratschläge, Rezepte und so weiter. Davon gibt es viele, viele Beispiele. Es gibt aus Nürnberg zum Beispiel den Codex Schürstab, das ist eine Art von Hausbuch. Es gibt den Ménager de Paris aus dem 14. Jahrhundert, das ist auch ein Hausbuch. Also diese Literatur ist weit verbreitet. Da passt das Wolfegger Hausbuch aber gar nicht wirklich rein.
Denn es gibt zwar einen Teil, der ist hausbuchartig, aber wir haben auch Büchsenmeister-Teile darin. Also es geht in Richtung der Büchsenmacher-Bücher, der kriegstechnischen Bücher, die im 15. Jahrhundert auch sehr verbreitet sind. Aber auch das trifft es nicht ganz. Und dann ist es teilweise eine Kunstsammlung. Es ist eine Sammlung von Bildern. Und das werden wir uns jetzt gleich anschauen, wie das Ganze aufgebaut ist. Und daran werden wir sehen, es trifft nicht genau in Hausbuch. Aber der Name ist einfach fest. An dem wird man auch nichts rütteln können, muss man vielleicht auch gar nicht. Aber es zeigt ganz schön, wie einzigartig das Ganze ist. Wenn wir das Hausbuch aufschlagen, finden wir zuerst ein Wappen. Das ist schon das erste Rätsel. Dieses Wappen kann bis heute nicht zugeordnet werden. Wir wissen nicht, wem dieses Buch ursprünglich gehört hat. Wir können ein paar Dinge daraus sehen. Wir sehen hier einen Stechhelm. Und ein Stechhelm ist lustigerweise kein zwingend adliger Helmtyp, sondern es ist oft ein bürgerlicher Helmtyp. Der Adel hat lieber den Kolbenturnierhelm genommen, denn um an einem Kolbenturnier teilzunehmen, musste man wirklich ritterlicher Herkunft sein, während Gestech, so Lanzenreiten, haben auch Bürger in Städten abgehalten. Das konnten die, also Wohlstand war da, aber es war eben, man braucht dafür kein sehr, sehr großes Turnier. Ein Gestech kann man mit viel weniger Aufwand abhalten und es wurde eben getan. Daher haben viele bürgerliche Wappen oder Patrizierwappen eben diesen Gestechhelm. Ist nicht zwingend, also wir können daraus nichts sehen, aber die Tendenz ist hier schon, es ist vielleicht gar kein Adelswappen. Aber bis heute ist es nicht sicher zuordnenbar gewesen. Wir wissen auch nicht genau, wo dieses Hausbuch entstanden ist. Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, es ist im Mittelrheingebiet entstanden, also irgendwo zwischen Worms, Mainz und Frankfurt. Wo genau, wissen wir nicht. Wer es in Auftrag gegeben hat, wissen wir nicht. Und auch die Künstler können wir alle nicht zuordnen per Namen. Wir haben, also es gibt da verschiedene Zählungen, aber mindestens drei verschiedene Künstler können identifiziert werden, also von ihrem Stil können abgegrenzt werden. Wir können aber keinen einzigen davon namentlich zuordnen. Und wir wissen von keinem einzigen, wo er wirklich gewirkt hat. Aber Mittelrheingebiet, das können wir ganz gut erkennen. Das werde ich am Ende nochmal sagen, so das Umfeld ein bisschen beleuchten. Aber da ist schon das erste große Rätsel um das Hausbuch. Der erste Textteil nach dem Wappen ist dann ein Ars Memoriae. Es ist eine lateinische Schrift, die die Gedächtniskunst erklärt. Und wer mal so im Fernsehen so Gedächtniskünstler gesehen hat, die sich endlos lange Zahlenreihen merken können oder ähnliches, die haben heute meistens ein System, bei dem sie sich Dinge visualisieren. Zum Beispiel in ihrem Haus an verschiedenen Orten verschiedene Dinge ablegen und sich das merken. Und genau das beschreibt diese Gedächtniskunst, das geht ursprünglich auch schon auf die Antike zurück, auf das antike Rom. Das findet man im Mittelalter in verschiedenen Varianten, in Drucken oder hier eben als Inschrift. Das ist das erste Kapitel dieses Buches, wird gerne mal überblättert, denn der spektakulärere Teil kommt danach. Geht aber schon in, ist schon so ein erster Hinweis, wir haben es mit einer Sammlung von interessanten Dingen zu tun. Es ist wie eine Art Panoptikum, wie eine Wunderkammer in Buchform. Dann kommt das Gauklerbild, das insofern schräg ist. Erstens ist es nicht einem der anderen Künstler zuzuweisen. Das ist ziemlich andersartig als die restlichen Bilder im Buch. Auch weil es als eines der wenigen Bilder voll koloriert ist, werde ich auch gleich was zu erzählen. Und es ist abgemalt. Die Figuren, die wir hier sehen, stammen aus einer Spielkartenserie von Meister ES. Also hier gab es eine direkte Vorlage. Von daher ist das künstlerisch, da es eben eine Nachahmung ist, weniger spektakulär als der Rest dieses Buches, fällt daher so ein bisschen raus. Der Meister der Gauklerszenen im Hausbuch, der wird wirklich so genannt, Meister der Gauklerszenen im Hausbuch, weil auch der hat einen Notnamen, wir wissen nicht, wie er heißt, nach diesem Bild. Es gibt aber noch andere Werke, die ihm zugeordnet werden, zum Beispiel eine Handschrift in Aschaffenburg. Und nach dem Gauklerbild kommen wir dann zum ersten Höhepunkt des Hausbuches, nämlich zu den Planetenherrschern. Die sieben Planeten, zu denen übrigens auch Sonne und Mond gehört haben, also Saturn, Jupiter, Mars, Sonne oder Sol, Venus, Merkur und der Mond, Luna, galten als die sieben Planeten, die sich im Gegensatz zu den Fixsternen übers Firmament bewegt haben. Das war gemeinsam, daran wurde der Planet quasi identifiziert. Und die galten in der Astronomie und in der, so Volksglauben ist das falsche Wort, aber die waren sehr populär. Die findet man immer und immer wieder, auch in handschriftlichen Kalendern und in Hausbüchern. Die wurden natürlich mit den antiken Göttern identifiziert. Also Jupiter ist ganz klar irgendwo auch der antike Jupiter. Und das überrascht ein bisschen, dass im christlichen Europa diese antiken Götter so eine Art Revival erlebt haben. Hier haben wir zum Beispiel Saturn. Saturn, da ist auch dann wieder Astrologie dabei. Der Saturn wird Steinbock und Wassermann zugeordnet und auch die Temperamentenlehre ist dabei. Er wird als trocken und kalt
beschrieben und Gebrechen und Elend werden mit ihm assoziiert. Also man sieht auch auf dem Bild hier einiges, man sieht da einen Schlachter, man sieht einen armen Bauern in einfacher Kleidung, man sieht einen Bettler, man sieht einen Mann im Stock, also auch eine Richtstätte ist zu sehen, das ist wirklich, wird sehr negativ gezeigt. Aber wir haben ja schon eine sehr, sehr feine Zeichnung, wie gesagt auf Pergament, nicht auf Papier, mit einer braunen Tusche vorgezeichnet, mit einer schwarzen Tusche fertig gemalt und extrem feine Zeichnung. Das werden wir die ganze Zeit wiedersehen und nicht koloriert. In Ausnahmefällen, also hier die Planetenbilder haben einen ganz leichten Anflug von Koloration auf einzelnen Seiten. Später gibt es stärker kolorierte Teile, aber man wird merken, es ist nie Buchmalerei, wie wir sie kennen, zum Beispiel aus dem Stundenbuch des Duc de Berry. Ist ja ganz berühmt mit seinen sehr, sehr prächtigen Farben. Das haben wir im Hausbuch nirgendwo. Wir befinden uns hier wahrscheinlich so eine Generation nach Gutenberg. Der Buchdruck ist schon weit verbreitet, dass überhaupt noch so eine Pergamenthandschrift in dieser Art kommt, das ist schon fast ein wenig überraschend. Aber die Stilrichtung, die wir haben, ist eben nicht Malerei, es ist Grafik. Wir haben hier, das Ganze ist zutiefst der Grafik verhaftet, der ganze Eindruck, dass es eben auch monochrom bleibt in vielen Stellen. Da sehen wir schon den Einfluss der Buchdruckerei auf die Wahrnehmung von Kunst. Und das ist hier sehr, sehr stark ausgeprägt, vor allen Dingen, weil diesem Meister des Hausbuchs, also hier die Planetenbilder werden zum großen Teil diesem Meister des Hausbuchs, der auch Meister des Amsterdamer Kabinetts genannt wird, zugeschrieben. Und der ist auch sehr berühmt für seine Kupferstiche. Werden wir auch nochmal welche sehen. Und da ist natürlich eine starke Verbindung. Kupferstich, diese Art von Zeichnung, das ist die Kunstrichtung, in der wir uns hier bewegen. Das nächste ist dann Jupiter. Jupiter, dem werden Fische und Schütze zugewiesen. Er gilt als warm und feucht. Und hier sehen wir eben, Schütze passt auch direkt. Wir sehen ein kleines Armbrustschützenturnier. Wir sehen Schreiber, eine Verwaltung. Wir sehen einen Herrscher umgeben von Leuten. Also eindeutig Herrschaft ist sein Gebiet. Und oben an dem Reiter, am Jupiter selbst, sehen wir auch eins der wenigen Beispiele in den Planetenbildern, wo koloriert wurde. Also wir sehen hier ein wenig Grün oben an der Figur. Es wirkt so, als hätte man angefangen, ihn zu kolorieren, hätte es aber nicht fertig gemacht. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? War diese Zeichnung schon fein genug, um als eigene unkolorierte Zeichnung zu bestehen? Oder hat man hier die Produktion aus irgendeinem Grund nicht fertiggestellt? Das ist schwer zu sagen. Das nächste Bild ist Mars. Mars natürlich der Kriegsgott. Unten sehen wir auch eine Fehde. Also wir sehen hier Überfall auf dem Dorf. Und ganz wichtig, es ist kein wirklich brutaler Überfall. Hier wird in der eigentlichen Überfallszene nicht gemordet. Es geht eben um eine Szene. Es werden zwar Dächer angezündet und Vieh wird weggetrieben. Unten die Szene des Überfalls auf einen Pilger, wo auch Waffengewalt zum Einsatz kommt, das scheinen nicht dieselbe Szene zu sein. Also wir haben auch vorher eine Zusammenstellung von Szenen und hier sehen wir wohl auch verschiedene Szenen, die zusammenstellen. Also Raubmord, Überfall auf einen Geldwechsler möglicherweise, aber diese Fehde im Hintergrund, das Dorf, das ist in meinen Augen zumindest eine eigene Szene, die eben Fehdewesen darstellen soll. Aber auch hier sehen wir bereits im Hintergrund Wald und eine kleine Stadt. Also sieht man, wie viel Spaß man da auch an den Details hatte, wie reich das Ganze ausgeschmückt ist. Dann kommen wir zur Sonne. Die Sonne ist natürlich warm und trocken und die Sonne hat auch nur ein Sternzeichen zugeordnet, nämlich den Löwen. Hier sehen wir Musiker, hier sehen wir Wettstreit. Das ist ein ganz interessantes Bild. Wir sehen hier Leute, die Steine um die Wette werfen. Wir sehen Ringen, wir sehen auch Fechten mit der Stange. Das wird alles der Sonne zugeordnet. Und die Sonne ist natürlich wie ein Kaiser dargestellt mit Bart und Krone. Soll natürlich auch ihre Bedeutung entsprechen. Dann haben wir ersten weiblichen Planetenherrscher, die Dame Venus, die natürlich auch in der Kunst und der Dichtung der Zeit immer sehr, sehr wichtig ist. Hier sehen wir ein Badehaus, auch durchaus mit einer erotischen Darstellung der Frau, die gerade ins Wasser steigt. Wir sehen Tanz, wir sehen Musikanten, wir sehen einen gedeckten Tisch und im Hintergrund sehen wir weitere Tänzer. Also da ist klar, Venus wird eindeutig mit Musik, mit Liebe, mit schönen Künsten assoziiert. Ihr werden Stier und Waage zugeordnet und sie gilt als feucht und kalt. Dann kommt Merkur. Merkur ist jetzt auch für das Kunsthandwerk zuständig. Das ist ein Bild, das wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter uns anschauen werden, denn da sieht man wirklich wahnsinnig viel. Zwilling und Jungfrau werden ihm zugeordnet. Lustigerweise wird die Jungfrau im Text dazu, es gibt immer einen einseitigen Text dazu, als Magd bezeichnet. Also das merkt man schon, Mädchen, Magd, wie sich der Begriff verändert, dass das erstmal eine Jungfrau ist.
Merkur ist warm und kalt, je nachdem, es widerspricht sich erstmal, aber er ist quasi wechselwarm. Ist ja auch so, Quecksilber als ihm zugeordnetes Element ist offenbar das Wandelbare und es wird auch nicht gesagt, ob er trocken oder feucht ist, es wird nur gesagt, er ist warm oder kalt, je nachdem. Sonderstellung. Und als letztes kommt dann Luna, der Mond. Da finden wir Handel dabei, da finden wir Müller. Wir sehen hier Baden in einem Teich. Das Bild habe ich schon mal gezeigt in der Badekultur. Wir sehen Vogeljagd, also auch wieder ein ganz breites Spektrum an Tätigkeiten, die dem Mond zugeordnet ist. Musikanten sind auch dabei, aber teilweise wird sie auch als negativ beschrieben. Also so sehr wechselhafte Geister, sehr unruhige Geister werden auch dem Mond zugesprochen. Als Sternzeichen hat sie nur den Krebs und sie ist kalt und feucht. Also auch da sehen wir wieder, wie die Vier-Säfte-Lehre, die Temperamentlehre und die Astrologie da zusammenfließen und so eine Alltagswissen quasi darstellen, dass die Planetenherrscher eingeordnet werden sollen. Und tatsächlich, diese Idee von den Planetenherrschern ist sehr, sehr breit zu finden. Es gibt wahnsinnig viele Abbildungen, auch ganz oft mit solchen Attributen. Und das widerspricht auch nicht irgendwie der kirchlichen Lehre. Also das so zu benutzen, das finden wir auch bei entsprechenden kirchlichen Würdenträgern. Die sind einfach, diese Planetenherrscher, gerade durch die Astrologie, sind mehr oder weniger Fakt. Also da ist nicht groß dran zu rütteln. Es wird auch nicht so irgendwie als Götzenverehrung angesehen. Es ist eigentlich im Gegenteil eher Zeichen humanistischer Bildung. Man ist ein gebildeter Mensch, man kennt die antiken Götter natürlich auch, in den antiken Geschichten, auch Aesops Fabeln und sowas werden zu der Zeit wahnsinnig oft rezipiert. Das hat nichts irgendwie mit Götzenverehrung oder so etwas zu tun. Nach den Planetenbildern fehlt dann ein Teil, zwei Lagen fehlen. Wir wissen nicht, was sich da befindet, möglicherweise noch mehr wunderschöne Bilder. Und als nächster Block kommen dann die sogenannten Genreszenen. Ist wahrscheinlich nicht derselbe Künstler, ist der Meister der Genreszenen im Hausbuch, wird tatsächlich so genannt. Da kommen wir jetzt in ein adliges Umfeld, da kommen wir jetzt in die Lebenswelt des Adels. Natürlich in einer romantisierten Version, werden wir gleich sehen. Wir fangen an, sehr bekannt, das Badehaus, also so eine Badehausszene mit Musikanten, mit gekühlten Getränken, mit einem ummauerten Hof, in dem Pärchen Lust wandeln. Wahnsinnig viele Details, von dem Affen mit der Kette bis zu dem Mann, der hinten eine Schärpe mit dem Kannenorden trägt. Auf der linken Seite der Brunnen, der ein Springbrunnen ist, also auch das auch ein technisches Meisterwerk, das da abgebildet wird. Und es zeigt eben schon so eine idealisierte adlige Welt. Das haben wir im zweiten Bild dann gleich nochmal. Da haben wir das Wasserschloss, also diese Wasserschlösser auch in dieser Größe. Das ist jetzt nicht albern, sondern es gab tatsächlich relativ kleine Schlösschen, die kommen so aus der Motte hat sich entwickelt, so Weiherschlösschen oder Bachritterburgen, also solche Kleinst. Festungen gab es durchaus. Bei Rothenburg auf der Tauber steht zum Beispiel immer noch so ein Wasserschloss bis heute. Und das waren sehr gerne die Sitze von städtischen Patriziern, die so ein kleines Lustschloss vors Haus bauen. Und man kann es jetzt wirklich so vorstellen: Im Mittel eines Weihers steht da so eine Miniaturburg, zu der man dann eben seine Wochenenden verbracht hat oder so etwas. Und hier ist offensichtlich eine Gruppe Adliger, die sich trifft, fahren mit dem Boot, flanieren, stehen auf der Brücke, ein Falke ist zu sehen, also Jagd wird offensichtlich da auch betrieben. Sieht jetzt erstmal so ein bisschen lustig aus mit dieser kleinen Burg, aber tatsächlich ist das ein Bild, das sich genauso zugetragen haben könnte und eben zu so adliger Lebenskultur zu der Zeit gehört. Dann kommen zwei Turnierbilder. Einmal das Krönleinstechen, das ist jetzt das klassische Turnier. Schwer gerüstete Reiter, die versuchen an der Tatsche des jeweiligen Gegners, also diesem Schild, der da umgehängt und festgemacht ist, die Lanze zu brechen. Hier geht es nicht darum, den Gegner aus dem Sattel zu stoßen, hier geht es darum, die Lanze zu brechen. Deswegen hat sie auch drei Spitzen, ein Krönlein. Das ist das, was heute auch teilweise noch in der Form nachgestellt wird. Hier sehen wir jede Menge verschiedene Kleidungsstücke und auch eben wieder den Kannenordenträger. Wir sehen einmal an einer Stelle unfassbar lange Holztrippen an ebenso langen Schnabelschuhen. Also hier sehen wir wieder genau die Mode der Höhergestellten der Zeit. Danach kommt das Schafrennen. Im Hintergrund sehen wir irgendwie Reiter, die um die Wette reiten, zumindest ihre Anzüge oder Trikots scheinen darauf hinzuweisen. Und vorne Reiter, die mit einer scharfen Lanze turnieren, also wirklich kein Krönlein, sondern eine scharfe Lanze und sehr leicht gerüstet sind.
gibt ja auch unterschiedliche Dinge, was da passieren soll, ob man jetzt irgendwie eine Tatsche trifft. Es gibt sogar eine Variante, bei der tatsächlich das sogenannte Welche-Geschlecht, bei der Gegner tatsächlich aus dem Sattel gehoben werden soll. Hier sieht man auch, die Sättel sind, hinten gibt es da keinerlei Rückenlehnen, die den Reiter hält. Also es wäre tatsächlich möglich, dass es hier darum geht, den Reiter aus dem Sattel zu heben. Deswegen auch das nicht vorhandene Beinzeug und so, da hilft tatsächlich weniger Rüstung ein bisschen mehr. Wir können es aber nicht hundertprozentig sagen, was hier genau das Ziel ist. Dann kommen zwei Bilder, die werden als Hochwildjagd und Niederwildjagd bezeichnet. Das ist die Hochwildjagd, das ist zumindest eine Jagdgesellschaft, das würde ich auch so unterschreiben. Man sieht im Hintergrund ein Dorf mit ganz vielen interessanten Details, inklusive eines Schlagbaums oder so etwas. Man sieht, der Wald ist hinten durch einen Zaun abgegrenzt, was wiederum auf Jagd hinweist, dass eine Jagd vorbereitet wird. Man sieht hier unten auch in einem Wald sich die Hirsche zurückziehen. Also das würde ich als Hochwildjagd durchaus durchgehen lassen. Beim anderen bin ich mir da nicht so sicher. Das wird als Niederwildjagd bezeichnet, scheint mir aber mehr so die Rückseite eines Hofes zu sein. Denn wir sehen hier die Pferdeställe, wir sehen hier einfache Arbeiten, die verrichtet werden. Dabei aber wieder Adlige, die miteinander schäkern. Es gibt auch eine humoristische Szene oben. Es hat sich ein Jäger in einer Schlinge verfangen, ob jetzt seine eigene oder ob er da irgendwie sonst Opfer wurde, ist einmal dahingestellt. Aber für mich ist das Ganze mehr so immer noch Jagd, aber nicht die Niederwildjagd an sich, sondern mehr das Umfeld der Jagd. Aber muss man nicht drüber streiten. Das letzte Bild, bisher waren es ja immer Paare, das letzte Bild steht wieder einzeln, das ist der sogenannte Liebesgarten. Der basiert wieder auf einer Vorlage. Ist stilistisch schon wieder anders als die anderen Bilder, also hebt sich deutlich ab. Was daran liegt, dass diese gesamte linke Szene an dem Tisch ist wieder von einem Kupferstich von besagtem Meister ES, haben wir auch nur einen Notnamen, wir haben nämlich seine Initialen, mehr wissen wir auch nicht, übernommen und deswegen ist auch stärker koloriert, aber die gesamte Optik ist einfach eine andere als das, was wir bisher gesehen haben. Auf der rechten Seite ist was ganz Spannendes, habe ich erst sehr spät selbst verstanden. Denn dieses mechanische Gerät, das scheint so das Bild ein bisschen zu zerstören. Tatsächlich aber ist das, was wir hier auf dem Bild sehen, ein künstlicher Bach. Der Bach, der da fast in der Bildmitte verläuft, ist künstlich, denn wenn man mal schaut, dieses technische Gerät, das ist eine Pumpe, die wird auf der ganz, ganz äußersten rechten Seite durch einen Bachlauf, wird das Rad in Bewegung gesetzt und hinten auf diesem Felsen sieht man einen Schacht und neben dem Schacht kommt Wasser aus einem Rohr und das scheint mir dieser Bach zu sein. Also hier sehen wir einen künstlichen Bachlauf, der durch einen echten Bachlauf erzeugt wird und wir haben Beispiele für so etwas. Das wurde tatsächlich angelegt in Lustgärten und ähnlichem und diese Zeichnung überleitet so ein bisschen in den späteren Teil des Hausbuchs, denn ab jetzt ändern sich die Zeichnungen und die Inhalte. Bis jetzt haben wir, wie gesagt, das sind sowohl die Planetenbilder als auch die Genreszenen, sind zwei Blöcke ohne Text dazwischen. Die stehen für sich, das sind nur Sammlungen von Bildern, also gut, die Planetenbilder haben Text, den beschreibenden Text. Die Genrebilder, die wir gerade hatten, haben keinerlei Text, da steht gar nichts dabei. Und davon ausgehend ändert sich jetzt eben das Buch ein bisschen. Erstmal kommt ohnehin der Teil, der sich wirklich wie ein Hausbuch liest, eine Rezeptsammlung. Hier habe ich eine Fotografie, eine Doppelseite davon. Und wenn wir uns den anschauen, dann finden wir erst medizinische Rezepte. Wir haben Wundtränke, also Tränke, die Heilung fördern sollen. Wir haben Abführmittel, Schlankheitsmittel, Mittel gegen Verstopfung, gegen Feigwarzen, gegen die Pest. Das sind eine ganze Menge mehr oder minder medizinischer Rezepte zu finden. Teilweise auf Deutsch, teilweise auf Latein, einige Teile sogar auf Hebräisch. Also auch da wieder, entweder der Mann wollte zeigen, wie humanistisch gebildet er ist, oder er wollte es kodieren. Das kann man sich trefflich drüber streiten. Danach kommen praktische Rezepte, Rezepte, um Stahl weich zu machen, um Stahl zu härten. Färberezepte für ganz verschiedene Farben. Wir haben Fleckenwasser, wir haben ein Mittel gegen Bettwanzen. Also die verschiedensten Mittel sehen wir dabei. Und am Ende kommen sogar kulinarische Dinge. Wir haben ein Rezept für Essig, eines für Gebäck und eins für Fladen darin. Es ist ein sehr, sehr kleiner Teil, aber es zeigt die enorme Bandbreite dieser Rezepte, die hier gesammelt sind. Keine Bebilderung, immer in derselben Art. Also Sie sehen hier in einer sehr kalligraphischen Schrift jeweils die Überschrift, danach in einer eher Handschrift den eigentlichen Text. Und daran anschließend wendet sich das Buch dann dem Hüttenwesen zu. Mittendrin in diesem Teil ist nochmal ein Spinnrad zu finden. Das ist die älteste Abbildung eines Spinnrads in einer deutschen Handschrift, also eine ältere Quelle haben wir, soweit ich weiß nicht, sehr, sehr früh, aber dafür schon technisch ziemlich beeindruckend hergestellt.
Und als nächstes geht es eben komplett ums Bergwerk. Hier haben wir wieder eine volle Seite, ist ein bisschen ähnlich den Gauklerzähnen, hebt sich auch von den restlichen Bildern im Hausbuch ein wenig ab, aber zeigt eben Bergwerkstollen im Hintergrund, im Vordergrund einen Bergwerksbetrieb, ganz vorne Knappen, also Bergleute mit diesen Kapuzen, die sich prügeln. Ja. Und danach geht es eben in den Bereich der fast schon technischen Zeichnungen. Wir sehen ein Hüttenwerk von innen. Wir sehen weitere Dinge zur Hüttentechnik, Öfen, alles Mögliche an Gerät. Und danach wird es sogar noch detaillierter. Hier haben wir ein Stampfwerk, in dem Erz zum Beispiel vorgebrochen wird. Eine ziemlich genaue Zeichnung davon. Wir haben ein Doppelgebläse, einmal mit Gegengewichten und einmal über Rollen die Gegengewichte geführt. Also zwei unterschiedliche Version von einem wahrscheinlich wasserbetriebenen Blasebalg, denn die Welle, die wir hier sehen, die treibt das Ganze an und die kann zum Beispiel von einem Wasserrad angetrieben werden. Ein sogenanntes Pochwerk wird gezeigt, auch wieder wahrscheinlich mit einem Wasserrad angetrieben. Wir sehen eine Bauramme, also das ist, kann man benutzen, um Pfosten in den Boden zu rammen, zum Beispiel, oder Pfostenlöcher herzustellen. Und wir sehen mindestens eine Mühle, wahrscheinlich auch aus dem Bergwerksbereich, also keine Kornmühle in dem Sinn, sondern eine Mühle, die zum Beispiel für die Verhüttung verwendet wird. Eine ganze Bandbreite von technischen Zeichnungen, die hier angesammelt werden. Solche Bücher gibt es häufiger mal. Sehr bekannt ist da auch Leonardo da Vinci, der ja auch solche Sammlungen angestellt hat. Das wird immer so als sehr, sehr herausragendes Werk gesehen. Aber ist es auch von der künstlerischen Gestaltung und von der technischen Seite her absolut Ausnahmewerk, aber in seiner Machart steht es in einer sehr, sehr langen Tradition. Da gibt es schon sehr, sehr lange Bücher, die sehr ähnlich fungieren und in denen eben solche technischen Dinge gesammelt werden. Und in den nächsten beiden Lagen sogar geht es dann um Militärtechnik und Büchsenmeister. Bücher. Und da kommen wir jetzt zu zwei ganz, ganz außergewöhnlichen Bildern. Die sind nämlich ausklappbar. Das normale Format einer Doppelseite hat ja nicht mehr gereicht. Deswegen hat er das ausklappbar gemacht. Zuerst kommt der Herzog, der auf ganzen vier Seiten dargestellt wird. Also sieht, in beide Richtungen kann es ausgeklappt werden. Es ist nicht ganz klar, welcher Herzog hier dargestellt wird. Es wird oft gesagt, es könnte der Zug nach Neuss sein. Das würde bedeuten, dieses Buch nach 1475 hergestellt wurde, oder zumindest dieses Bild. Es kann aber auch ein Zug aus der Mainzer Stiftsfehde sein, was das Ganze ein bisschen nach vorne datieren würde. Das ist aber nicht klar, ob es überhaupt ein reeller Zug ist, der dargestellt wird, oder ob es nur ein möglicher ist. Das wissen wir letztlich nicht und dementsprechend hilft auch die Datierung nicht viel. Wir sehen an den Fahnen, also hier vorne am vordersten Wagen, scheint die Fahne des Grafen von Hanau-Münzenberg zu hängen. Könnte sein, dass damit ein wirklicher Zug des Grafen von Hanau-Münzenberg gezeigt wird, aber das ist nicht ganz klar. Auch hinten im hinteren Bereich werden wir gleich nochmal sehen, ist eine dreifarbige Flagge mit den Buchstaben A, E, I, O, U zu sehen. Und das ist quasi das Motto der Habsburger. Also Friedrich III., zu der Zeit Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der hat das immer wieder verwendet. Es gibt ganz verschiedene Aufschlüsselungen, was das bedeuten soll. Also die Liste ist wirklich lang. Es gibt wahnsinnig viele Versionen, aber wir können eben nicht sagen, wie realistisch ist dieser, also wie zeigt dieser Herzog einen wirklichen Herzog oder nicht. Die Ausstattung, die sieht sehr realistisch aus. Das sind alles Dinge, die können wir anderswo nachvollziehen, die können wir anderswo belegen. Also offensichtlich, wer das gezeichnet hat, kannte sich in diesem Bereich auch tatsächlich aus. Ich habe hier mal eine Vergrößerung, eben hinten die Reiter, das sieht man nochmal schön, diese Fahne. Auch die Reiterei, sind keine schweren Ritter, sondern es ist tatsächlich berittene. Beinzeug sehen wir sehr, sehr wenig. Also hier haben wir schon einen Vorgeschmack auf leichte Reiterei, die um 1500 langsam aufkommt. Oder ob das Ritter sind, die quasi eine Reiserüstung tragen, also Teile ihrer Rüstung auf der Reise und sich erst für den eigenen Kampf vollrüsten, wäre auch möglich. Ist aber eher unwahrscheinlich. Also ich sehe hier tatsächlich so Bedeckensreiter, wie wir sie auch aus anderen Quellen kennen. Als nächstes haben wir hier ein
Sammlung von Steighilfen. Und jetzt kommen wir in den Bereich von sehr, sehr ähnlichen Büchern. Es gibt das Belli Fortis von Konrad Kieser, erscheint um 1400 zum ersten Mal. Davon gibt es etliche Varianten, wird immer wieder neu aufgelegt, wird immer wieder leicht verändert wiedergegeben. Und hier haben wir eben ein sehr, sehr schönes Beispiel von, wie das Ganze aussieht, diese Belli Fortis Sammlung. Das Bild könnte direkt aus so einem Belli Fortis übernommen worden sein. Ich kann mir vorstellen, dass es da eine direkte Vorlage gegeben hat. Unterscheidet sich auch ein bisschen von den anderen Bildern, aber solche technischen Sammlungen von solchen Technikgeräten war wahnsinnig beliebt. Und als Beispiel, wie nett das eigentlich so die Ideen dahinter, wenn wir uns ganz links mal diese Strickleiter ansehen, die kann man zusammenlegen zu einer langen Stange, die wird ineinander gesteckt, wird mit einem Haken oben an der Wand eingehakt und dann reicht es im Prinzip loszulassen und das Ding zerlegt sich selbst in eine Strickleiter, an der man hochklettern kann. Ziemlich clever eigentlich, finden wir auch verschiedene Varianten von. Und ebenfalls zum Ausklappen, allerdings nur 3 Seiten groß, ist dann das Heerlager. Ist jetzt spannenderweise doch nur 2 Seiten groß. Okay, schon wieder was zum Rausschneiden. Ebenfalls zum Ausklappen, aber nur 2 Seiten groß ist das Heerlager. Das hätte man auch auf einer Doppelseite gekriegt, aber sie haben es warum auch immer zum Ausklappen gemacht. Man sieht hier lustigerweise oben diese Frau von eben, die aus dem Turm guckt. Da, die Dame oben in dem Fenster. Die wurde hier aus irgendeinem Grund abgepaust, da hat jemand rumgeschmiert. Die gehört nicht zum eigentlichen Bild. Auch bei diesem Heerlager wird sehr gerätselt, um welches Heerlager es sich konkret gehandelt haben könnte. Man sieht Wappen in der Mitte, man sieht Figuren, die werden verschiedentlich zugeordnet. Auch hier sieht man wieder das Hanauer Wappen unter anderem. Es könnte der Erzbischof von Mainz dabei sein, ist uns nicht ganz klar. Aber die Details sind wieder sehr, sehr schön. Wir sehen hier diese Kriegswagen, diese wagenburgartige Zaun darum. Das sind Dinge, die wir in der Zeit sehr, sehr häufig sehen. Also es ist so Nachwirken der Hussitenkriege, die mit ihren Kriegswagentaktiken, ihren Wagenburgen gearbeitet haben. Da will ich auch nochmal einen eigenen Film über diese Taktik machen. Ist sehr, sehr spannend. Und hier sehen wir eben, das finden wir auch aus schriftlichen Quellen, wie so ein Lager befestigt werden soll. Wir haben hier 2 Reihen von Wagen, außen stehen die Kriegswagen, man sieht sogar einen offenstehen, da ist dann ein kleines Geschütz drin, hinten stehen die eigentlichen Transportwagen, die ebenfalls eine innere Wagenburg bilden und dann eben die verschiedenen Typen von Zelten. Auch das ist fast schon ein Wimmelbild, in dem man immer wieder was Neues entdecken kann. Hier sehen wir jetzt einen dieser Kriegswagen im Detail. Das sind wir quasi auf der Rückseite des Ausklappteils. Das ist eben so eine schiebbare Wand. Und darin ist eine Drehbasse, also eine drehbare Kanone aufgestellt. Und diese Wagen zusammengestellt, noch mit Kanonen dazwischen, mit Pavesen verstärkt, bilden eben so eine Lagerwand und sind dabei auch tatsächlich sehr effektiv. Noch fantastischer wird es auf der nächsten Seite. Da kommt wieder etwas, was Leonardo da Vinci gerne zugesprochen wird. Der Panzer, hier haben wir locker 30 Jahre früher einen, ein von Pferden schiebbares Gefährt, das mit einer Kanone ausgestattet ist, an den Seiten gepanzert ist, auch eigene Schießscharten hat. Und lustigerweise, das Ding wurde nachgebaut, und zwar in Dänemark im Mittelalter-Centret. Die haben so ein Ding da stehen, funktioniert tatsächlich gut, ist von der technischen Seite her wirklich gut durchdacht. Und oben auf der Zeichnung sieht man eben auch diesen Grundaufbau, wie die Achsen verbunden werden, alles, also eigentlich alles, was man braucht, um sich einen Panzer zu bauen. Ob die tatsächlich irgendwo herumgerumpelt sind, auf irgendeinem Schlachtfeld, können wir tatsächlich nicht sagen. Aber die Idee, technisch ausgereift, war vorhanden. Und dann gibt es, da kürze ich jetzt sehr ab, eine ganze Menge an Kanonen. Hier sind Geschütze, die am Boden befestigt werden, also ohne Lafette, sind aber auch mehrere Lafetten zu sehen. Hier handelt es sich offensichtlich um eine Abschrift oder eine Wiedergabe eines älteren Buches, also eines älteren Büchsenmeisterbuches. Da gibt es größere Überschneidungen. Da gibt es offensichtlich eine Quelle dazu, die man da verwendet hat, um die Bilder zu übernehmen. Also, das sind so im Grunde genommen erstmal der Überblick, wie ist das Hausbuch überhaupt aufgebaut? Wie sieht es überhaupt aus? Was finden wir darin? Und jetzt würde ich nochmal ein bisschen in die Details gehen, denn das Hausbuch ist gerade als Quelle für jemanden, der sich mit Geschichte beschäftigt, vor allem mit dem Spätmittelalter, ist das wirklich eine unfassbare Fundgrube. Wir finden quasi alles an Ausstattung, was wir uns wünschen könnten. Natürlich die Mode, das ist auch eine ganz wichtige Frage für die Datierung, darauf komme ich gleich nochmal. Wir haben hier zum Beispiel diesen Herrscher vorhin von dem Planetenbild, da sehen wir eine Hubelande auf der einen Seite, also fast schon burgundisch angezogen, aber das finden wir auch auf anderen deutschen Quellen. Wir finden den Herrscher in der Mitte mit einem kurzen
Mantel, der nur bis zu der Hüfte reicht. Das finden wir auch ein paar Bildern. Wir finden vorne einen Bauern, der sehr einfach gekleidet ist und auch von seiner Frisur und allem, also sogar zwei Bauern, sehr einfach dasteht. Wir finden eine ganz große Bandbreite an Trippen. Der Mann auf dem Thron, der Herrscher, trägt feinere Trippen als der in der Hupelande daneben. Und die beiden Bauern tragen natürlich nichts dergleichen. Also modisch finden wir auch von bis Frauen, die Schauben tragen, diese Zattelmützen, die von Frauen gerne getragen werden, Pelzhüte, verschiedene Kappen. Also wer sich irgendwie interessiert für die Mode des 15. Jahrhunderts, sei es um sie nachzumachen oder sei es für einen Rollenspielcharakter oder sowas, im Hausbuch findet man wirklich fast alles. Es gibt ja diesen Spruch, wenn man etwas nicht findet, soll man nochmal ins Hausbuch schauen. Das wirkt meistens. Und tatsächlich hatte ich es schon mehrfach, dass ich Dinge gesucht habe und am Ende im Hausbuch gefunden habe. Vor allem das Merkur-Bild ist dafür wirklich, wirklich geeignet. Wenn wir uns anschauen, was wir hier alles haben. Hier oben in der linken Ecke sitzt ein Uhrmacher, der hier einen Quadranten ausprobiert. Also allein so ein Quadrant, wirklich im Detail gezeigt. Ganz verbreitetes Instrument zu der Zeit als Messinstrument. Muss man nur ins Hausbuch gucken, da findet man es. Ein Lehrmeister, der gerade einen Schüler züchtigt. Unten ein Silberschmied, bei dem man wirklich schön sehen kann, wie dieses Handwerk funktioniert. Also dieser Amboss, auf dem er diesen Becher aufzieht, das sieht heute nicht viel anders aus. Er ist dann, lustigerweise trägt er noch eine Brille bei der Arbeit. Also es zeigt, Brillen wurden nicht nur zum Lesen verwendet, auch wenn es eben keine Alltagsbrillen, sondern eher Lesebrillen, sondern hier haben wir einen Handwerker, der eine Brille benutzt. Wie großartig. In der Mitte ein Bildhauer oder Steinmetz, der ein Leibchen trägt, also eine Schecke ohne Ärmel. Das ist sehr, sehr praktisch, trage ich auch sehr, sehr gerne, wenn es mir zu heiß wird. Hier haben wir ein wunderschönes Beispiel, das Paar am Tisch. Da sehen wir alles, was wir zur Tischkultur wissen müssen. Mein ganzes Video über Tischkultur hätte ich an diesem Bild quasi festmachen können. Wir sehen die flachen Teller, wir sehen das Spitzweckenbrot, wir sehen das Messer, sehr, sehr wenig sonstige Dinge, keine Löffel oder sonst was auf dem Tisch, ist alles da. Ein Orgelbauer, warum auch nicht ein Orgelbauer, und in der Ecke oben noch ein Künstler, der gerade malt, die Frau hinter ihm, bei der wir die Flechtfrisur sehen, die sie sonst oft unter der Haube versteckt ist, und er trägt eine sogenannte Zattelschecke, also eine Schecke mit halbmondförmigen Ausschnitten, findet man auch auf ganz, ganz vielen Bildern. Also wie ich schon gesagt habe, wir sehen hier eine unfassbare Menge an verschiedener Kleidung. Was mich sehr begeistert am Badehausbild sind die Topfpflanzen. Also die Leute haben ganz eindeutig ihre Umgebung schön gestalten wollen, denn hier finden wir Topfpflanzen. Ja? Und was eben diese Quellen im Hausbuch so wahnsinnig wertvoll macht, ist diese Klarheit der Zeichnung. Also das, was ihr jetzt gerade seht, ist im Hausbuch wirklich klein. Man kann das wirklich extrem groß vergrößern. Und wir hatten auch schon Diskussionen, da kamen da Leute mit, gerade vom Herzog, mit irgendwelchen Figuren und hat dann diskutiert, was man da sieht. Dann mussten wir sagen, ja, die sind 2 Zentimeter groß. Was ihr da seht, ist winzig klein. Und trotzdem sehen wir so klare Bilder und so klare detaillierte Zeichnung. Hier zum Beispiel wieder ein Panzerreiter, ein Halbgerüstter im Halbharnisch, der darüber eine Schecke trägt. Trotzdem sehen wir einen Rüsthaken. Also da ist alles, was wir zur Nachstellung einer solchen Figur brauchen, ist eigentlich da. Das könnte man 1:1 nachbauen und hätte eine sehr, sehr schöne spätmittelalterliche Darstellung. Das ist das, was für mich den Reiz am Hausbuch ausmacht. Man wird immer etwas Neues finden. Zum Beispiel so ein winziges Detail oben in der rechten Ecke, dieser in der blauen Schecke, der gerade seinen Arm um einen anderen legt, der hat ein Motto, ein gesticktes Motto oder ein Band mit einem gestickten Motto um den Arm. Das Ding ist winzig klein, wenn man sich ein Buch anguckt, aber man findet ständig etwas Neues. Auch wie zum Beispiel der Schweif dieser Pferde hergerichtet ist. Der ist ja quasi nicht vorhanden, die sind komplett rasiert. Interessantes Detail. Auch so die Größe des Reiters im Vergleich zu seinem Pferd. Das sind wir wieder bei dem Quatsch mit den Rittern auf Ponys. Ja, aber da sieht man eben, wie klein die Pferde im Vergleich zu ihren Reitern sind. Also. Und das Zeltlager zum Beispiel, hier haben wir nochmal ein Bild aus dem Zeltlager, das war zum Beispiel die Vorlage für mein Zelt mit den sehr eng aneinanderstehenden Doppelmast, das war genau das, was ich in Auftrag gegeben habe und auch die Bemalung meines Zeltes, nur dass ich sie in Rot gemacht habe, ist an dieses Bild angelehnt. Im Hintergrund sehen wir dann zum Beispiel ein einfaches niedriges Zelt, wir haben im Prinzip alle Zelttypen, die im Spätmittelalter wirklich verbreitet waren, finden wir auf diesem Herlagerbild. Das ist wirklich eine Fundgrube. Dann ist noch die große Diskussion um die Datierung. Und da will ich jetzt ein bisschen, gehe ich in die Werbung. Es ist gerade ein
Buch rausgekommen, wie gesagt, das Wolfegger Hausbuch, was ein Fürst an der Schwelle zur Neuzeit wissen musste. Und das Schöne an diesem Buch ist, es ist ein komplettes Faksimile des Buches drin. Also wirklich mit allen Seiten, inklusive der Leerseiten. Das, was ich in meinem guten Faksimile in Anführungszeichen teuer bezahlen musste. Hier ist es mal eben als erster Teil drin. Danach kommt eine komplette Transkription des Textes. Also man erfährt in diesem Buch wirklich alles über das Hausbuch, was man wissen muss. Und am Ende findet man dann Aufsätze zu dem Thema. Und die sind auch sehr interessant. Die beschäftigen sich mit der Geschichte des Buches, mit der Zusammenstellung des Buches, aber eben auch mit der Frage, ist es überhaupt noch ein Hausbuch oder ist es nicht eher ein Fürstenspiegel? In welche Schicht muss man das Ganze einordnen? Und da ist gerade die Diskussion wieder in Gang gekommen. Und auch die Datierung wird hier in den Raum geworfen. Und ich gehe nicht ganz konform, denn die Datierung wird hier wieder in die 1480er Jahre gerückt. Warum ich das anderes sehe, erzähle ich gleich am Umfeld. Ich datiere das ein kleines bisschen anders. Aber gerade dieses Spannungsfeld zwischen Hausbuch und Fürstenspiegel ist dabei sehr spannend. Ich habe da auch wieder so eine Mittelmeinung, denn nur weil es wie ein Fürstenspiegel aufgebaut ist, heißt es nicht, dass es nicht auch einem Bürgerlichen gehören konnte. Denn ich habe gerade in Frankfurt am Main ein schönes Beispiel, der Frankfurter Goldschmied Hans Dirmstein, der hat ein Buch für sich selbst geschrieben. Da wissen wir tatsächlich, wer der Empfänger ist, nämlich er selbst, das aber voll mit ritterlichen Geschichten und ritterlicher Lebensart ist. Also da merkt man, dieser Patrizier wollte Teil einer ritterlichen Lebenskultur sein und hat das eben für sich in diesem Buch gemacht. Und das Wolfegger Hausbuch könnte in dieselbe Richtung kommen. Also nur weil dort adlige Lebenswelt dargestellt wird, heißt das nicht, dass es auch einem Hochadligen gehören musste. Das bestreite ich ein bisschen. Weswegen dort Werbung hängt, dieses Video wird nicht gesponsert. Ich möchte trotzdem gerne die Wissenschaftliche Buchgesellschaft vorstellen, WBG. Da bin ich seit über 10 Jahren Mitglied. Ist im Prinzip eine Buchgemeinschaft, bei der man einen Jahresbeitrag bezahlt, aber dann einmal im Jahr muss man etwas kaufen, sonst kriegt man ein Bücherpaket zugeschickt. Das habe ich bisher immer versucht zu vermeiden. Für mich spannend, es gibt eine Menge Bücher, die mich interessieren, gerade zum Thema Mittelalter, sowohl Nachdrucke von mittelalterlichen Büchern, als auch Fachliteratur, und sie ist grundsätzlich verbilligt. Sie ist für Mitglieder deutlich günstiger. Und das Buch zum Beispiel kostet auf dem freien Markt momentan 115 Euro. Bei der WBG bekomme ich es für 92 Euro. Und ich kriege für dieses Video kein Geld. Ich mache gerade Werbung, weil ich davon überzeugt bin. Aber ich habe Kontakt mit der WBG aufgenommen und eines dieser Bücher darf ich verlosen. Liegt noch bei denen. Ich hab das nicht hier, ich muss denen nur den Empfänger sagen und das Spiel geht sehr einfach. Hier unter dem Video bei YouTube ein Kommentar von euch, vollkommen egal, was ihr kommentiert, Hauptsache ihr kommentiert, und in einer Woche werde ich unter allen Kommentaren unter diesem Video einen Gewinner auslosen, mit dem Kontakt aufnehmen und der wird dieses Buch bekommen. Wie gesagt, ein wahnsinnig großer Wurf, ganz, ganz viel geballtes Wissen und das ganze Hausbuch komplett nachgedruckt. Finde ich schon. Danke an die WBG, dass ich das verlosen darf. Mein Exemplar habe ich selbst gekauft. Ich habe für dieses Video kein Geld bekommen oder sonst irgendetwas. Wenn, dann sage ich das auch. Das hier war rein, wie gesagt, ich bin jetzt seit 10 Jahren bei denen und habe das bisher auch noch nie bereut. Ich kaufe da immer wieder gerne Dinge. So viel zur Werbung. Und dann gehen wir nochmal zum Umfeld. Aus was für einem Umfeld kommt dieses Buch überhaupt? Wir haben jetzt einiges darüber gehört, wie es aufgebaut ist, für wen es vielleicht gemacht ist. Diese Mittelrhein-Region ist sehr, sehr spannend, denn das ist das Silicon Valley des 15. Jahrhunderts. Ganz grob in dieser Region, also wenn wir sie sehr, sehr weit fassen, dann finden wir da so Erfindungen wie eben den Holzschnitt. In der Region taucht der Holzschnitt sehr, sehr früh auf. Eventuell kommt er aus der Region, war ursprünglich ein Mittel, um auf Stoff zu drucken, höchstwahrscheinlich wird auf Papier übertragen. Das Ganze hängt auch sehr mit der Einführung von Papier in Europa zusammen. Also Papier gibt es schon länger, aber Papier in Deutschland wird erst seit etwa 1400 hergestellt. Wird es auch nochmal ein eigenes Video darüber geben, über Papier und die Medienrevolution, die sie auslöst. Holzschnitt ist da ein sehr, sehr frühes Beispiel. Kurz danach kommt der Kupferstich. Ist eigentlich eine Goldschmiedetechnik, die dann auf Papier übertragen wird. Verstärkt das Ganze nochmal und dann um 1450 Gutenberg in Mainz beginnt mit dem Buchdruck auf beweglichen Lettern. Teilweise benutzt er auch Pergament, hauptsächlich benutzt er Papier, aber das ist so genau in der Mittelrhein-Region ein ganz, ganz starker Motor dieser Medienrevolution. Es werden neue Techniken gebraucht, um drucken zu können, was dann wieder den Kupferstich und den Holzschnitt auch künstlerisch sehr, sehr weit voranbringt. Und von sehr, sehr einfachen Arbeiten kommen wir innerhalb von 100 Jahren in die Richtung eines Albrecht Dürer, der sehr, sehr perfekte Stücke macht. Und da haben wir eben auch den Hausbuchmeister. Nach diesem Hausbuch benannt. Das ist das Liebespaar vom Hausbuchmeister, wurde von anderen Künstlern mehrfach
nachgestochen. Und das ist eben ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie perfekt so ein Kupferstich sein kann. Es gibt sogar noch feinere Beispiele, bei denen wirklich noch mit einer Stahlnadel gezeichnet wurde auf die Kupferplatte. Teilweise wird auch mit dem Grabstichel gearbeitet. Aber das ist eben wieder so ein Genrebild, wie wir es eben schon mal hatten. Ein Liebespaar wieder mit einer Topfpflanze, wieder mit einer Kanne in Wasser, um sie zu kühlen. Die Mode ist sehr ähnlich wie das, was wir schon gesehen haben. Also da haben wir mit Sicherheit oder mit annähernder Sicherheit einen der Künstler aus dem Hausbuch auch vor uns. Da haben wir eine ganze Reihe von Künstlern. Auch Martin Schongauer zählt ganz grob zu der Region oder beeinflusst sie zumindest sehr, sehr stark. Wir haben auch Tafelmalerei. Ein sehr berühmtes Beispiel, das auch dem Hausbuchmeister zugeschrieben wird, obwohl das auch umstritten ist, ist das sogenannte Gothaer Liebespaar, das wahrscheinlich, auch da wird gerade wieder sehr viel diskutiert, einen Grafen von Hanau und seine bürgerliche zweite Ehefrau darstellt. Das Wappen von Hanau sieht man zumindest oben. Das ist ein wenig später entstanden. Das sieht man in der Mode ganz gut. Das ist später als das, was wir im Hausbuch gesehen haben. Der Ausschnitt des Mannes ist viel, viel breiter. Auch die Kleidung der Frau hat sich verändert. Aber auch Tafelmalerei finden wir eben in diesem Umfeld deutlich. Oder eben auch klassischere Bücher mit Buchmalerei, wie zum Beispiel die Pontifikale Adolfs II. Das war ein Mainzer Erzbischof, der eben Pontifikale ist so sein Buch mit seinen wichtigen Gebeten, die er für sein Amt braucht. Das ist wahrscheinlich der Meister der Gaukler-Szenen aus dem Hausbuch. Und das ist eben eine deutlich klassischere Buchmalerei, die wir so kennen. Ist genau dasselbe Umfeld, wahrscheinlich eine der Werkstätten, die auch beteiligt sind. Und dieses Werkstättensystem, also die Künstler der Zeit sind eben in Werkstätten, relativ kleinen Werkstätten organisiert. Ein Meister, vielleicht zwei Gesellen und dazu Lehrlinge, sind trotzdem sehr leistungsstark. Also die können durchaus ordentlich produzieren und beeinflussen sich gegenseitig sehr, sehr stark. Also wir haben es auch schon mit Wandergesellen und so etwas zu tun. Und der Hausbuchmeister selbst ist, da ist die Vermutung, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er aus Utrecht eingewandert ist und eigentlich niederländisch beeinflusst ist. Andererseits gibt es eben die Wanderung Hans Memling, der aus in Selingstadt bei Frankfurt geboren ist und selber in die Niederlande geht und in Brügge tätig wird. Also da ist eine ganz, ganz starke gegenseitige Beeinflussung und es sind teilweise auch Namen, die überregional sehr bekannt sind. Ein Buch, das in der Diskussion im Hausbuchmeister noch so gut wie gar nicht aufgetaucht ist, was ich sehr schade finde, ist die Dirmstein-Handschrift aus Frankfurt am Main. Habe ich eine sehr enge Verbindung zu, wird auch nochmal ein eigenes Video zu geben. Wir sehen hier eigentlich genau dieselbe Mode wie im Hausbuch. Und im Gegensatz zum Hausbuch kennen wir sowohl den Verfasser und Maler, ist nämlich eine Person, dieser Hans Dirmstein, als auch die genaue Datierung. Es ist zweifelsfrei auf 1471 datierbar. Also da müssen wir gar nicht stochern. Und die extrem große Ähnlichkeit zur Mode des Hausbuchs macht es natürlich als Datierungsmittel sehr, sehr wichtig. Aber auch die Verwendung. Wie gesagt, das Buch hat ein Patrizier, wenn auch kein sehr wohlhabender Patrizier, der Mann war immer noch Handwerker, der war ein Goldschmiedemeister, für sich selbst hergestellt. Das wollte er so haben und damit seine, wir wissen auch von dem, er hat Armzeug gekauft, also das ist nachweisbar und wahrscheinlich ist er Tjost geritten, also in der Stadt hat er an einem Gestecht teilgenommen. Da liegt die Vermutung nahe, dass der sich mit einer ritterlichen Lebenswelt identifizieren wollte. Er hat auch eine Ritterbürtige geheiratet, also sein Schwiegervater war selbst ein Ritter. Da merkt man einfach, ich würde sagen, der wollte sich damit identifizieren und genau das könnte auch ein Erklärungsansatz für das Hausbuch sein, den ich in der Diskussion bisher vermisse. Und wie gesagt, die Mode ist nahezu identisch mit dem, was wir im Hausbuch sehen. Hier sehen wir so die Farbkombination wieder, die wir vorhin bei den Reitern hatten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt, aber es stammt zumindest beides aus demselben Umfeld, aus der Mode, aus der Kunst des Mittelrheins. Zur Datierung, gerade das neue Buch bringt das Ganze in Zusammenhang mit Kaiser Maximilian und seiner Krönung, also in den 1480er Jahren. Das ist auch durchaus möglich, denn ich persönlich sehe im Hausbuch eine längere Entwicklungsgeschichte. Ich sehe das nicht als ein Werk, das auf einmal hergestellt wurde, es ist ja eben kein illustriertes Buch, sondern ich sehe darin eine nicht wirklich Zusammenstellung. Es gibt schon möglicherweise ein durchdachtes Programm, aber ich glaube, die Herstellungszeit ist nicht sehr kurz. Auch wenn man sich anschaut, wie kunstfertig es ist, wie sich gleichzeitig die Stile aber voneinander abheben. Ich würde sagen, zumindest ein guter Teil der Bilder datiert in die 1470er Jahre. Das Buch selber kann aber auch in den 1480er Jahren fertiggestellt worden sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Und meine Erklärung für die Datierung ist relativ simpel. Wenn wir nochmal
uns ein späteres Werk des Hausbuchmeisters anschauen, wieder ein Liebespaar, dann sieht man zum Beispiel bei der Schecke des Mannes, seiner Jacke, die er oben drüber trägt, hat einen extrem breiten Ausschnitt, geht schon fast bis zu den Schultern und unterhalb des Gürtels überlappen sich die Schöße seiner Jacke. Also man, ich weiß nicht, ob man das wirklich gut sieht, aber das findet man auf ganz vielen Bildern der Zeit, dass die nicht auf Stoß sind, sondern sich deutlich überlappen. Und wenn wir mal ins Hausbuch gehen, ich habe sie nebeneinander gestellt, clever, da sehen wir eine andere Art von Schecke. Der Ausschnitt ist schmaler, genau das sehen wir zum Beispiel auch in dieser Dirmstein-Handschrift. Und unten die Schecke ist auf Stoß. Ist auch sogar ein bisschen länger, also man sieht hier noch beim, auf der linken Seite den unteren Teil der Schamkapsel, das ist auf der rechten Seite nicht. Da sehe ich persönlich 10 Jahre Unterschied, also da ist modische Veränderung, die können wir auch in anderen Bildquellen deutlich sehen. Diese Überlappung, dieser breite Ausschnitt, die sehen wir auch auf ganz vielen anderen Quellen. Das ist aber etwas, was für mich in die Mode der 1480er fällt und das Hausbuch zeigt für mich, sehr deutlich die Mode der 1470er. Und das ist eben auch mit Vergleichsquellen. Das ist die Munderkinger Passion, das sind die Werke von Martin Schongauer. Da gibt es eine ganze Bandbreite an Bildern, in denen man genau dasselbe sehen kann. Ist für mich persönlich, auch aus meiner Praxis mit der Nachbildung historischer Mode und historischer Gegenstände, sehr klar, dass wir hier eher von den 1470er Jahren reden. Was aber eben nicht heißt, dass das ganze Buch in den 1470er Jahren entstanden ist und nicht irgendwie einen längeren Entstehungszeitraum hat. Das ist zumindest mein Ansatz. Da widerspreche ich auch teilweise dem Diskurs. Wer jetzt wirklich interessiert, schaut gerade in das neue Buch, da wird ganz, ganz viel dazu geschrieben. Es gibt auch ein etwas älteres von Daniel Hess, das ist heute der Direktor des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg. Der hat seine Doktorarbeit über die Hausbuchmeisterfrage geschrieben, hat ganz viele Argumente für und wider den Zuschreibungen gebracht. Also ihr seht tatsächlich, diese Hausbuchmeisterfrage zieht sich durch die letzten 100 Jahre Kunstgeschichte und wird auch in absehbarer Zeit, glaube ich, nicht gelöst werden. Ich finde die, auch wenn ich dem widerspreche, ist ganz wichtig zu sagen, ich entwerte damit nicht den Wert im Diskurs. Wir sind in einer offenen Diskussion und auch wenn ich dem Autor in einem Punkt widerspreche, sind seine Argumente deswegen nicht falsch. Und es ist auch nicht so, dass die Diskussion nicht voranbringt. Ich habe aber zu diesem Punkt eben meine eigene Ansicht, die ich auch für halbwegs solide halte. Aber ich bin leider nicht Teil dieses Diskurses. Dafür fehlen mir mindestens mal ein akademischer Titel. Aber so für euch meine Ansicht zum Hausbuch, warum ich es so datiere, wie ich es datiere, fand ich ganz spannend. Ja, das ist meine Lieblingshandschrift mit ganz, ganz großem Abstand. Also ich gebe viele Handschriften, die ich sehr liebe, aber nichts davon kommt dem Wolfegger Hausbuch gleich. Und ich hoffe, ich habe meine Faszination dafür ein bisschen transportieren können. Was für eine unfassbare Fundgrube und eben der Umstand, dass wir hier ein neues Genre beim Entstehen sehen, nämlich die Grafik. Im Mittelalter, das sage ich immer wieder, gab es sehr wenig Bilder. Es gab Bilder in Kirchen, es gab Bilder an den Wänden sehr, sehr reicher Menschen und in Büchern von sehr, sehr reichen Menschen oder Klöstern. Der normale Mensch hatte mit Bildern sehr wenig zu tun. 90% der Bevölkerung hatten, abgesehen vielleicht vom Kirchenbesuch, keinen großen Kontakt mit Bildern. Und das ändert sich im 15. Jahrhundert ganz rapide durch besagte Medienrevolution, durch neue Techniken, durch neue Rohstoffe, wie zum Beispiel Papier, kommt das Bild in den Alltag. Und es ist nicht mehr nur ein gemaltes Bild. Jetzt kommt der Druck und die Zeichnung, das, was wir heute als Grafik bezeichnen. Und die wird zunehmend monochrom. Die ersten Bilder waren immer noch ausgemalt, Holzschnitte wurden ausgemalt. Je feiner sie wurden, je besser die Kupferstiche wurden, eben bei Künstlern wie Martin Schongauer, wie Israel von Meckenem und schließlich bei Albrecht Dürer. Das sind Bilder, die muss ich nicht mehr kolorieren. Die sind so fein schraffiert, die sind so fein gefertigt, da muss ich gar nichts mehr bunt machen. Die sind in Schwarz-Weiß ein fertiges Werk. Und so wird die Kunst monochrom. Und das sehen wir hier im Hausbuch im Werden. Wir sehen noch Stellen, die sind koloriert. Einige Bilder sind auch komplett koloriert, andere Sachen sind immer weniger koloriert. An einigen wenigen Stellen gibt es sogar Anflüge von Buchmalerei, so Ranken und ähnliches. Aber grundsätzlich sehen wir hier schon eine neue Art der Kunstwahrnehmung. Kunst muss nicht mehr bunt sein, Kunst muss nicht mehr Malerei sein. Hier sehen wir Zeichnungen, monochrome Zeichnungen, ganz oder teilweise monochrom, die trotzdem einen ästhetischen Wert ausmachen. Und das ist eine Entwicklung, die können wir über etwa 50 Jahre verfolgen. Und hier im Hausbuch haben wir sie ganz, ganz klar vor Augen. Und damit geht auch einher, dass eine neue Art entsteht, Bücher überhaupt zu rezipieren. Ich hatte eben die Dirmstein-Handschrift. Warum hat ein Mensch für sich selbst ein Buch
geschrieben und ausgemalt. Was ist der Sinn davon, wenn er es doch nur selbst liest? Die Art, Bücher zu lesen, hat sich verändert. Sie werden nicht nur alleine gelesen, sie werden auch Leuten präsentiert. Man schmökert gemeinsam, man schaut sich gemeinsam Bücher an und hat Lust daran, das Auge wandert. Es ist nicht mehr so, ich habe eine kleine Illustration, die mir das gegeben nochmal zusammenfasst, sondern es wird immer mehr auf diesem Bild passieren. Das sehen wir auch in der Malerei. Die Malerei bewegt sich weg von rein religiösen Bildern, aber auch bevor sie das tut, kommen immer mehr Nebenhandlungen rein. Ein Bild soll nicht nur zwei Personen zeigen. Das haben wir bis ins 15. Jahrhundert hinein. Der Hintergrund ist gerne vergoldet mit einer Art Kunstbrokat. Das reicht dann. Vor dieser Kulisse spielen sich die Szenen ab. Im 15. Jahrhundert ändert sich das und der Hintergrund wird gezeigt. Man sieht den Himmel, man sieht Landschaft. Konrad Witz ist da einer der ersten, der erkennbare Landschaften einbaut. Also es gibt ein Bild von ihm vom Genfer See. Also es zeigt den Genfer See. Natürlich ist auf dem Bild der See Genezareth oder so etwas. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Aber im Hintergrund, die Landschaft erkennt man heute noch. Dieser Höhenzug ist existent. Und es passieren immer mehr kleine Dinge im Hintergrund. Und das, diese Lust, das Auge schweifen zu lassen, diese Lust an Nebenhandlung, die sehen wir im Hausbuch ganz, ganz deutlich mit ganz vielen kleinen Dingen, die mit der Haupthandlung gar nichts zu tun haben. Und es sind eben keine religiösen Motive mehr. Es sind weltliche Motive. Es sind Motive aus der Lebenswirklichkeit der Menschen. Und der Künstler will immer naturalistischer darstellen. Auch das ist eine Entwicklung, die wir im Hausbuch ganz, ganz deutlich sehen können. Wer jetzt Lust hat, selber herumzuschweifen. Das Hausbuch wurde leider vor ein paar Jahren verkauft. Ist jetzt nicht mehr in Deutschland, ist jetzt in der Schweiz. Zumindest ziemlich sicher. Aber in diesem Zusammenhang wurden die Bilder nochmal digitalisiert und die stehen jetzt auf Wikipedia. Ich werde den Link unten zeigen. Auf Wikipedia findet man zum einen die Bilder in extrem großer Auflösung. Ihr könnt euch da nach Herzenslust reinzoomen. Ihr könnt jedes noch so kleine Detail euch anschauen. Aber es gibt auf Wikisource, glaube ich, gibt es eine komplette Transkription des Buches. Da stehen die ganzen Rezepte drin, da stehen die ganzen Beschreibungen drin. Also dieses Buch, das ich eben gesagt habe, empfehle ich sehr. Wem das zu teuer ist, was ich verstehe, der kann sich quasi kostenlos das Buch komplett im Netz erschließen. Und dass wir so wundervolle Bilder in so wirklich extrem großer Auflösung im Netz stehen haben, das ist eine eigentlich gar nicht so übliche Sache. Da kommt alles unten in die Links. Kann ich nur sehr empfehlen, sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Ich bin da seit über 10 Jahren an diesem Buch dran und entdecke immer noch neue Dinge. Ungelogen, ich habe jetzt in der Vorbereitung wieder Dinge gefunden, die mir vorher nie aufgefallen waren. Es ist jedes Mal, wenn ich reingucke, ist etwas Neues drin. In diesem Sinne, das war das Wolfegger Hausbuch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch weitere Bücher vorgestellt haben wollt. Zum Beispiel die Dirmstein-Handschrift, die ich schon gehabt habe. Ich werde auch demnächst ein weiteres technisches Buch vorstellen mit ganz interessanten Inhalten. Wie findet ihr solche Handschriftenvorstellungen? Wollt ihr mehr über konkrete Bücher haben? Oder wollt ihr auch zum Beispiel Sagen haben und den Inhalt der Sagen erfahren? Soll ich dazu mal was machen? Schreibt mir alles in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, liked das Video. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal. Klar. Ihr könnt mich wie immer auf Patreon und auf Ko-fi unterstützen. Wobei neuerdings habe ich echt festgestellt, Patreon langt ziemlich zu bei Gebühren. Ko-fi geht 1:1 durch, also ich empfehle momentan eher Ko-fi. Ansonsten, abseits davon, ich bin euch wahnsinnig dankbar für die ganze Unterstützung, also mein Kanal, dass der so groß ist und gedeiht, das liegt zu 100% an euch. Vielen, vielen Dank dafür nochmal und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.